Seid gegrüßt! Herzlich willkommen zum 8. Teil meines LEGO Coruscant Mocks. Heute werde ich mit dem Bau des Astro Districts beginnen. Nun ist das Frühjahrssemester endlich vorbei, weswegen ich wieder mehr Zeit habe, um am Content zu arbeiten. In den folgenden Wochen werde ich primär am Coruscant Mock arbeiten. Ich habe übrigens einen Zweitkanal eingerichtet, wo dieselben Videos für unsere ausländischen Zuschauer auf Englisch verfügbar sein werden. Schaut gerne dort vorbei. Auch dürft ihr mich auf mein Instagram-Profil abonnieren. Dort lade ich jeweils die Bilder von meinen aktuellen Mocks und Sammlungen hoch. Da besteht immer die Möglichkeit, quasi schon früher gewisse Foreshadowings auf die kommenden YouTube-Inhalte zu sehen. Alle Links sind in der Videobeschreibung vorzufinden. Vorweg, ich habe das Ganze etwas umgebaut. Wie man erkennen kann, habe ich Padmes Schlafzimmer temporär abgebaut, da ich momentan nichts als Stütze darunter platziert habe. Des Weiteren beschloss ich, das Mock modular aufzubauen. Dies ermöglicht mir einen einfacheren Zugriff zu den einzelnen Etagen, wodurch ich schlussendlich auch kleine Änderungen besser vornehmen kann. Als Folge dieser Umstrukturierung ist momentan ein Querschnitt des Wohnzimmers zu sehen. Künftig werden andere Räume des Apartments wieder angeschlossen werden. Hierzu werde ich vor allem Pins benutzen. Nun zu den Neuerungen. Astro District ist ein Unterhaltungsdistrikt auf Coruscant, der in der Episode 2 zu sehen war. Manche von euch kennen es vielleicht aus dem neuen LEGO Star Wars Spiel. Ich beschloss, einen Ausschnitt des Distrikts als Fundament für den Wolkenkratzer zu bauen. Das Kernstück des Distrikts ist der Outlander Club, weswegen ich als erstes diesen gebaut habe. Beziehungsweise, ich habe den ikonischen Eingang gebaut. Ob ich den Club baue oder nicht, ist noch offen. Das hängt sozusagen von meinen Ressourcen und eurer Meinung ab. Durch die 1x6 Bögen konnte ich die halbkreisigen Wände beim Eingang nachbauen. Vor dem Eingang spielt die This Weapon Is Your Life Szene zwischen Obi-Wan und Anakin ab. Ich überlege mich hier vollständigkeitshalber, das 2002er Lego Set zu kaufen, wo die beiden Fahrzeuge aus der jeweiligen Szene enthalten sind. Diese Fahrzeuge werden auch mehr Farbe in die graue Landschaft von Coruscant bringen, welche sie dringend braucht. Wie man sieht, werden momentan die oberen Stockwerke mittels des Eingangs und der zwei Säulen gestützt. Dies ist nur eine provisorische Lösung, mit der ich mich jetzt zu begnügen habe. Sie ist aber stabil. Ich habe der Fassade ein wenig Struktur verliehen, um sie interessanter aussehen zu lassen. Das Kernstück des Updates ist aber die Straße. Hier habe ich mich stark an den Referenzbildern aus dem Film orientiert, um die einzelnen Muster und Farben bestmöglich nachzuahmen. Da ich von Anfang an viele Menschen und Aliens auf der Straße haben wollte, sorgte ich diesmal für genügend Noppen. Am Rande der Straße befindet sich ein dunkelsteingrauer Zaun, der die Bevölkerung vor einem 100 Meter tiefen Sturz bewahren soll. Auch sieht man diverse Dekorationen, welche der Straße Details verleihen. Eines Tages will ich sämtliche transparente Elemente beleuchten lassen, damit die nächtliche Magie dieser Stadt zum Vorschein kommt. Bei der Auswahl der Minifiguren habe ich neben klassischen Star Wars Charakteren auch Aliens und Kreaturen aus dem MCU und anderen Franchisen genommen. Die Star Wars Galaxis ist so groß, dass ich mir dachte, dass auch diese Aliens einen Weg auf den Coruscant finden konnten. Auch achtete ich darauf, möglichst viele existierenden LEGO Star Wars Sets in die Stadt zu integrieren, und es werden noch mehr folgen. Last but not least will ich euch noch ein kleines Easter Egg zeigen, und zwar ein Minikit. Okay. Für all diejenigen von euch, die damit nichts anfangen können, ein Minikit ist ein sammelbares Item, welches sowohl im neuen als auch in den alten LEGO Star Wars Videospielen vorzufinden ist. Hier schwebt es quasi in der Luft.
sodass eine Minifigur auf die daneben stehenden Kisten springen muss, um es zu erreichen. An dieser Stelle bin ich am Ende des Updates angekommen. Falls ihr Vorschläge habt, dürft ihr sie mir gerne als Kommentar schreiben. Bitte like das Video und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.